für die Herstellung einer Portwein-Rotweinsoße, die sowohl zu dunklem Fleisch im Allgemeinen, aber auch zum Beispiel als Soße auf Burgern etc. super passt, benötigen wir ungefähr 250 Milliliter Portwein, 250 Milliliter trockenen Rotwein. Dann habe ich hier 400 Milliliter Kalbsfond. Ihr könnt aber genauso gut Rinderfond verwenden. Dann habe ich hier ungefähr 2 bis 3 Teelöffel Öl zum Anbraten, 3 Teelöffel Tomatenmark, 2 kleine Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, ein klein wenig Thymian und zum Abschmecken Salz und Pfeffer. Im ersten Schritt wollen wir nun die Zwiebeln und den Knoblauch in kleine Würfel hacken. Wir müssen dabei gar nicht so präzise vorgehen, denn das Süßchen werden wir am Ende pürieren. Aber jetzt fangen wir erstmal damit an, Würfelchen zu schneiden. So, wir haben nun Zwiebeln und die Knoblauchzehe klein gehackt und diese gehen nun in ein Töpfchen ins heiße Öl. Geben also nun das Öl erst einmal in den Topf. Geben dann Zwiebel und Knoblauch hinein. Schwitzen Knoblauch und Zwiebel nun etwas an. Wenn Zwiebel und Knoblauch ein wenig glasig geworden ist, gehen wir nun über und schwitzen dazu über auch Tomatenmark anzuschwitzen. Alles so wie es ist, zusammen an und warten noch ein bisschen. So, wenn unten am Boden schon eine bräunliche Farbe angenommen wird und Tomatenmark angeröstet wurde, dann aufpassen, es darf nicht schwarz werden, sonst wird es bitter. Genau, wenn das jetzt so der hier der Fall ist, löschen wir dann ab, und zwar mit unserem Portwein. Das, was unten angesetzt hat, wird durch das Aufkochen gleich auch gelöst. Dann nehmen wir den Rotwein, geben diesen hinein. Genauso wie wir die Brühe, Schrägstrich den Kalbsfond dazugeben. Es dauert jetzt erstmal wieder ein bisschen, bis es aufkocht, denn die drei Flüssigkeiten sind ja kalt. Und wir geben einfach die ganzen Zweige Thymian so mit hinein. Unser Ziel wird es jetzt sein, das, was wir jetzt hier im Topf haben, erst einmal stark einzureduzieren. Und später wollen wir dann abschmecken. Aber dazu kommen wir dann später. Und es köchelt und köchelt und köchelt. So, nach bestimmt schon 15 bis 20 Minuten wollen wir jetzt hingehen und noch Salz und Pfeffer dazugeben. Neben der Tatsache, das kann man jetzt auf Basis des Qualms kaum sehen, aber dass es immer weniger Flüssigkeit wird, merkt man auch jetzt langsam nach 20 Minuten, dass die Soße oder beziehungsweise der ganze Wein ein bisschen einkocht und etwas sämiger wird. Das muss allerdings noch ein kleines bisschen und dann schauen wir uns das Ergebnis gleich an. So, dass es gut eingekocht ist, sieht man daran, wenn man es aufkochen lässt und mal zur Seite schiebt, dass es dann nicht sofort mit Flüssigkeit wieder gefüllt wird. Jetzt fischen wir ganz schnell den Thymian raus und wollen es dann pürieren. Gehen jetzt kurz rein mit dem Mixer. Füllen wir dann unser Süßchen, von dem im Grunde kaum noch Flüssigkeit übrig geblieben ist, ab. Und mir bleibt nur wieder zu sagen, bon appétit!